Liebe Schulgemeinschaft, mit Beginn der Adventszeit geht gleichzeitig wieder ein Jahr zu Ende. Und gerade dieses Jahr ist wahrscheinlich ein besonders denkwürdiges. Nachdem unser schulisches Leben in vielfältiger Weise unter Corona und seinen Folgen gelitten hatte, hielt das Jahr 2022 viele weitere Ereignisse und Entwicklungen bereit, die uns Sorgen machen. Andererseits, wir als Musikgymnasium haben es geschafft, wieder ganz nach vorne zu kommen. Wir haben ein fantastisches Open Air im Sommer erlebt. Es gab wieder Klassen- und Kursfahrten und man spürte förmlich, dass sich wieder Freude und Elan breit machten. Und für mich, der ich das hier zum ersten Mal erlebe, war das sehr schön anzusehen. Ich denke, eine gute Schule hat die Aufgabe, optimistisch in die Zukunft zu schauen. Was uns allen gerade jetzt wieder bewusst wird, ist, wie wichtig Gemeinschaft ist. Gemeinschaft kann man nicht anordnen, Gemeinschaft muss man leben. Und in einer Schule, in der Musik eine solche herausragende Rolle spielt wie bei uns, kann das besonders gut funktionieren. In unseren Ensembles, bei unseren Auftritten und natürlich auch in unseren Klassen- und Kursgemeinschaften. Ich möchte mich bedanken bei denen, die in diesem Jahr diesen Adventskalender gestalten. Und auch dies ist ein Werk für die Schulgemeinschaft. Und ein Danke vorab auch für die Spenden im Zusammenhang mit dem Adventskalender, die wir verwenden wollen, um für unsere Auftritte im nächsten Jahr mit neuen Boxen noch professioneller unterwegs zu sein. Ich möchte mich auch bei allen bedanken, die zu unserer Schulgemeinschaft gehören, mit denen ich im vergangenen Jahr zusammenarbeiten durfte. Uns allen wünsche ich eine schöne Adventszeit, ein friedliches Weihnachten, erholsame Tage zwischen den Jahren und einen gesunden und optimistischen Start in das Jahr 2023. Und nun viel Freude mit dem Adventskalender 2022.